Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und heute habe ich ein Trial Book Chapter Tag für euch. Ich habe nämlich viel zu viele Bücher aus der Stadtbibliothek ausgeliehen und möchte einfach ein bisschen besser eine Entscheidungshilfe bekommen, welche ich dann auch wirklich lese, welche ich vielleicht doch lieber zurückbringe, weil es gerade einfach nicht die richtige Zeit ist. Genau, und deshalb dachte ich mir, ich probiere das Format mal. Ich habe einen Mix aus hauptsächlich Fantasy, ein bisschen Science Fiction, ein Thriller und einen Roman und stelle euch die Bücher einmal kurz vor. Als erstes habe ich Kingdom of Souls von, muss ich selbst nochmal schauen, Rena Baron. Hier geht es darum, dass die Tochter einer Familie von Witch Doctors, Hexen, Ärzten, leider im Gegensatz zum Rest ihrer Familie keine magischen Fähigkeiten hat. Sie hat alles schon durchprobiert. Und die letzte Hoffnung ist für sie, dass sie ihre Lebenszeit mit magischen Kräften ersetzt. Und als dann es beginnt, dass Kinder verschwinden aus ihrem Ort und ihrer Gegend, nimmt sie das als Option auch wahr. Dann habe ich Tentakel von Rita Indiana. Hier geht es darum, dass Asilda ein Leben führt, mit dem sie eher unzufrieden ist. Sie fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper. Sie ist nicht so ganz happy mit ihrer Rolle als Dienstmädchen. Und eines Tages erkennt ein Voodoo-Kult, ja, ein Voodoo-Kult, in ihr die Auserwählte. Und sie muss sich entscheiden, möchte sie dieser Prophezeiung folgen oder möchte sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Dann, ich habe ja von der Autorin Plain Bad Heroines gelesen und als ich sah, dass von Emily M. Danford The Miseducation of Cameron Post in der Bibliothek rumstand, musste ich es mitnehmen. Erstens, wie viel Großartigkeit kann ein Buchschnitt besitzen? Zweitens, es geht darum, dass Cameron Post nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrer Tante verfrachtet wird und dort verhindern muss, dass diese rausfindet, dass sie auf Frauen steht. Und sie schafft es auch ganz gut, sich in das Leben einzufügen, aber dann trifft sie auf ein Mädchen, was alles ein bisschen durcheinander wirbelt. Dann ein YA-Buch von Jess Rothenberg, The Kingdom. Gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, wenn ich mich nicht irre, sogar genau mit diesem Cover. Hier geht es darum, dass es einen Vergnügungspark gibt, bei dem es virtuelle Realitäten gibt, aber auch sieben Prinzessinnen, die Cyborgs sind. Und als ein Besucher verschwindet, wird Aina, eine dieser Cyborg-Prinzessinnen, verdächtigt. Jedoch kann sie sagen, oder muss sie sich rechtfertigen und einen Weg suchen, um den Vermissten zu finden, denn sie hat sich selbst in ihn verliebt. Und die Frage ist halt, geht das überhaupt? Wie kann das sein? Etc. Dann der eine Thriller von Camilla Stan, das Dorf der toten Seelen. Hier geht es darum, dass eine junge Dokumentarfilmerin, die frisch von ihrem Studium in die Welt aufbricht und in einem abgelegenen Grubenort das Geheimnis versucht zu lüften, als 60 Jahre zuvor alle Menschen aus diesem Ort spurlos verschwunden sind. Sie hat eine Verbindung dazu, denn ihre Oma ist kurz bevor alle Menschen von dort verschwunden sind, aus diesem Ort ausgezogen und sozusagen entkommen. Habe ich Nimael, der erste Band Steine ewiger Macht von Tobias Frey, ist lustigerweise auch ein Bibliothekar und zwar in eben jener Stadtbibliothek, in der ich es ausgeliehen habe, also in dem Bibliotheksnetzwerk. Es geht hierum, hier drin darum, dass Nimael, ein junger Student, mit weiteren acht Studentinnen entführt wird und sie müssen dann ums Überleben kämpfen. Außerdem müssen sie oder er wird mit einem Geheimnis konfrontiert, das halt das Schicksal der Menschheit beeinflussen könnte. Und ich schätze mal, das ist
dann darum geht, dass er die Menschheit rettet. Dann habe ich eine Fortsetzung, zu der sage ich jetzt nicht viel. Das ist nämlich Children of Virtue and Vengeance. Das ist der zweite Band von Children of Blood and Bone. Den ersten Band mochte ich eigentlich ganz sehr. Ich habe aber so viele eher negative Stimmen von Band 2 gehört, dass ich gesagt habe, ich kaufe ihn mir nicht sofort, sondern ich leihe ihn mir jetzt erstmal aus der Bibliothek aus. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen Science-Fiction-Roman, nämlich die Siliziuminseln von Chifan Chen. Ich hoffe, ich habe es nicht total verbockt. Hier geht es darum, dass ein Amerikaner nach China auf eben jene Siliziuminsel kommt und das Müllproblem damit lösen will, dass er dort eine Recyclingfirma oder Fabrik errichtet. Und das schreit erstmal White Saviorism. Es ist aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, aus der Sicht des Dolmetschers erzählt, der ein Müllmädchen trifft und deren Schicksal verbindet sich, um auch da die Zukunft dieser Siliziuminsel zu verändern. Ich bin gespannt drauf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, womit ich anfange. Ich glaube aber, ich fange mal mit der Fortsetzung an und melde mich dann gleich, wenn ich das erste Kapitel gelesen habe. Ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und ich stelle schon sehr früh fest, dass es einfach nicht das ist, was ich jetzt lesen möchte. Ich kann nicht mal behaupten, ob ich das zweite Buch wirklich gar nicht lesen möchte oder ob ich es einfach nur jetzt nicht lesen möchte. Es geht um. Also es fängt an mit einer Beerdigung. Ich sage jetzt nicht von wem. Aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu. Ich weiß nicht. Also der Stil gefällt mir nicht. Der catcht mich nicht sofort wieder. Und es ist, glaube ich, auch einfach zu lange her, seit ich Band 1 gelesen habe. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht das, was ich lesen möchte. Und ich werde es erstmal zurückbringen in die Bibliothek. Ich denke, ich bleibe erstmal bei YA und fange das erste Kapitel von The Kingdom an. Rein theoretisch habe ich hier sogar mehr Lust drauf, dadurch, dass es halt diese Cyborg-Komponente hat. Und das würde mich interessieren. Mal sehen, ob es auch gut ist. So, ich bin zurück. Ich habe nicht mal 10 Seiten gelesen, aber bereits 4 Kapitel. Man erkennt, diese Kapitel sind sehr kurz. Allerdings macht mir das auch direkt Spaß. Es ist ein ständiger Mix zwischen dem Jetzt, also dem Jetzt als einer Gerichtsverhandlung und den Transkripten davon und dem Zeitpunkt 2 Jahre zuvor, wahrscheinlich, wo sich das auf den Fall des Verschwinden des Besuchers hinarbeitet, weswegen dieser Prozess überhaupt stattfindet. Und es lässt sich ziemlich gut lesen, es ist kreativ, es hat selbst in diesen wenigen Zeilen es geschafft, dass ich Figuren schon mag oder nicht mag. Ich glaube, das werde ich noch nicht zurückgeben. Das werde ich demnächst lesen. Jetzt, worauf habe ich denn Lust, das auszuprobieren? Ich glaube, ich werde das Tentakelbuch probieren von Rita Entjärne oder Writer Entjärne. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich glaube, Tentakel ist nichts für mich. Wir folgen ja Asselda und es wird auch ihre Vergangenheit beschrieben und ziemlich grafisch die Prostitution, die sie gemacht hat. Und ich fand es irgendwie too much. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht nochmal darauf kommt, ist es eher nichts, was ich beenden möchte. Da gibt es Bücher, die mich mehr interessieren. Mal sehen, ob ich jetzt in diesen Bibliotheksbüchern noch eins finde. Ich denke,
Ich lese mal die Fantasy von einem Kollegen von mir und schaue, was sich daraus ergibt. So, ich habe das erste Kapitel gelesen. Das waren jetzt grob 20 Seiten. Man merkt eindeutig, dass es das Debüt des Autors ist. Es gibt einfach ein paar Dinge, die ein bisschen leicht plump erzählt sind. Ganz großes Aua für den Vergleich mit Lebensmitteln, wenn es um die Beschreibung von Menschen geht. Macht man nicht. Macht man einfach nicht. Das ist rassistisch. Punkt. Und ja, andererseits, es ist ganz nett. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dem Buch noch ein paar Kapitel Chance gebe und ich denke, das werde ich dann auch machen. Und ja, mal sehen. Es ist insgesamt eine Trilogie. Alle drei Bände sind auch schon erschienen. Und dann schaue ich einfach mal, ob es mich doch noch überzeugen kann. Weil bisher ist es noch ein bisschen. Es braucht noch, bis es Fahrt aufnimmt. Es ist ein bisschen erklärend bisher und ja, mal sehen. Debüt halt. Ich glaube, ich möchte als nächstes mal dem Thriller eine Chance geben. Oder Krimi, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gebe zu, auf Englisch ist das Cover sehr, sehr viel schöner, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Ich kann es ja mal einblenden, ne? Und mal schauen, ob es mich catchen kann. Ich glaube, das lese ich weiter. ich habe jetzt einen Brief gelesen, der, oder zumindest ist es datiert und ein bisschen aufgemacht wie ein Brief. Ich glaube, das ist eher vielleicht ein Bericht oder ein Tagebucheintrag oder einfach so eine Art Mini-Prolog von zwei Polizisten, die in dieses Dorf fahren aufgrund eines Notrufs von irgendeinem Mann, der gesagt hat, da ist was komisch. Und man wird nicht sofort damit konfrontiert, was überhaupt komisch ist. Aber die Atmosphäre ist schon ziemlich gut. Und es ist auch so, dass man dann direkt die erste Leiche findet. Das ist aber scheinbar die einzige, denn alle anderen 900 Menschen aus diesem Dorf haben sich in Luft aufgelöst und niemand weiß, warum. Dann folgt eine Art Crowdfunding-Auflistung, so ja. Hier, das wollen wir machen, das bekommt ihr, unterstützt uns. Finde ich ziemlich cool, was mir auch extrem gut gefällt. Es wird entgendert. Also steht UnterstützerInnen. Sehr gut. Und das erste Kapitel ist dann, wie wir erneut in das Dorf hineinfahren. Zumindest das, was davon übrig ist, nämlich 60 Jahre nach dem Verschwinden. Wir folgen Alice, die eine biografische Verbindung hat zu diesem Dorf, nämlich ihre Großmutter ist damals kurz bevor alle verschwunden sind, ausgezogen. Zumindest klingt es ein bisschen so an. Und ja, es ist atmosphärisch, es hat ein bisschen was so. Also es hat so ein bisschen dieses Kribbeln in mir ausgelöst, wie wenn man so Found-Footage-Filme ansieht. Und das macht dann Spaß und gibt mir Hoffnung, dass das Buch generell gut ist und wie ihr es erahnen könnt. Ich werde es erstmal bei mir behalten, nicht zurückgeben und lesen. Damit ist mein Stapel von denen, die ich lesen möchte, größer als der von denen, die ich nicht lesen möchte. Ich denke, ich werde mit dem Contemporary-Roman weitermachen, nämlich The Miseducation of Cameron Post. Ich hoffe, es gefällt mir genauso gut wie Plain Bad Heroines, denn ich
Ich glaube, ich möchte das selbst besitzen. Wie ich es finde, werdet ihr gleich erfahren. Ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und auch hier bin ich mir sicher, dass ich das Buch lesen möchte. Es hat eine super Atmosphäre. Es fängt irgendwie so dieses Leben einer Zwölfjährigen bis zu einer schrecklichen Nachricht ein. Und ja, also der Stil ist einfach wieder so gut. Ich freue mich einfach. Jetzt habe ich mir überlegt, werde ich das Fantasy-Buch lesen und dann noch zu dem Science-Fiction-Roman als letztes greifen. Das heißt, ich werde jetzt mal reinlesen in Kingdom of Souls. Ich hoffe, die Kapitel sind nicht ganz so lang, denn langsam meldet sich mein Magen. Ich habe Hunger. Genau, aber let's do it. Ich denke, für Kingdom of Souls ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es war nicht das erste Kapitel, es war der Prolog. Der gefiel mir sehr gut, aber das erste Kapitel ist dann irgendwie nochmal so ein bisschen eine Wiederholung. Und es. Nee. Ich denke, da muss ich einfach nochmal in einer anderen Stimmung sein und es vielleicht nochmal versuchen. Es war nicht super schlecht, aber ich habe einfach jetzt nicht das Gefühl, dass es passt. Deshalb werde ich mich jetzt der Siliziuminsel widmen und dann gibt es noch ein kleines Recap. Und damit habe ich das letzte Buch angelesen und ich bin mir sehr sicher, dass es mir gefallen könnte. Wir fangen mit einer Szene an, die so ein bisschen an Greenpeace-Aktionen erinnert. Und ich habe jetzt schon Vermutungen, wie der Klappentext sich mit dem kombinieren könnte, was da in diesem ersten Kapitel passiert ist. Es ist nichts für zarte Nerven. Es wird auch ziemlich deutlich ein Tod aus großer Höhe beschrieben. Das kam nicht ganz überraschend, aber es war trotzdem etwas so, hart. Genau. Damit ist es so, dass ich von diesen 8 Büchern 3 nächste Woche zurückbringen werde. Nämlich, ich zeige sie nochmal: Children of Virtue, Virtue, das Wort kann ich nicht aussprechen, and Vengeance. Tentakel und Kingdom of Souls, wobei das vielleicht sogar wirklich das Einzige ist, was ich nochmal versuchen werde. Und die Reihe von Ptolemy Adeyemi wahrscheinlich abbrechen werde und mich vor Enttäuschungen schützen werde. Überzeugen konnten mich hingegen die Siliziuminsel, The Miseducation of Cameron Post, das Dorf der toten Seelen, Nimael, die Macht der Steine und The Kingdom. Ich werde jetzt mal schauen, wann ich die Bücher wirklich implementieren kann in meine Lesereihenfolge. Es ist auf jeden Fall schon mal erleichternd, dass es nicht mehr 8 Bücher sind, sondern nur noch 5. Und ich denke, dass ich durch jedes recht schnell kommen werde, weil das ziemlich spannend ist, was ich so lesen konnte bis zu diesem Zeitpunkt. Ich werde aber erstmal ein bisschen noch meine Leseliste weiterverfolgen und dann schiebe ich sicherlich mal eins dazwischen, wenn ich da ein bisschen vorangeschritten bin. Ja, ich hoffe, die Art von Video hat euch jetzt Spaß gemacht. Sagt mir ruhig eure Meinung. Ich würde sowas gern auch mit Büchern von meinem Sub machen, die ich entweder dann aussortiere oder wenn ich einfach irgendwie Lust habe und mich nicht entscheiden kann, was ich als nächstes lesen möchte, dass ich dann so ein Try-A-Chapter mache. Genau.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lest fleißig weiter. Tschüss!